Herzlich willkommen zu der vierten Advents-Spezialfolge. Was heißt Advents? Vierter Tag in der Adventszeit. Ja, wir haben mittlerweile ja auch den ersten Advent. Und das hier ist unsere Packung für Part 4. Ja, hinten, vorne, sehr schön. Mal eine andere Packung mit Brock Lesnar und so. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch in der Mini-Tin hatten. Ich glaube nicht. Normalerweise bewahre ich mir auch immer die Packs auf. Ja, total bescheuert. Zur Packs, die ich mir einfach mit in die Sammlung tue, wo andere Bilder drauf sind. Und deswegen werden ein paar Packs auch verschlossen bleiben. Aber nichtsdestotrotz werden wir so lange machen, bis wir alle Karten haben. So, hier, das ist schon mal übrig. So, wir packen das aus. Wunderschön. Gucken kurz drüber. Alle sind richtig rum. Alle sind so rum. Ja, man sieht es noch nicht. Wie gewohnt lasse ich mich mit euch gemeinsam überraschen und hoffe einfach, dass wir weiterhin Glück haben und keine Doppelten ziehen. Wir beginnen mit der ersten Karte, Raw 2 Sterne. Ja, wer ist die arme Sau, die hier nur 2 Sterne bekommen hat? Und es ist Summer Rae. Ja, schade, Summer Rae tatsächlich entlassen worden vor einigen Wochen. Ich fand sie eigentlich ganz cool. So als Sidekick war sie echt gut, fand ich, echt gut. Hat auch viel hinter den Kulissen gemacht. Also ich weiß nicht, warum sie entlassen wurde. Man hat sie aber auch ewig nicht mehr vor der Kamera gesehen. Ist dann vielleicht auch verständlich. Aber Summer Rae bereichert unsere Raw Diven noch. Und das ist doch schön. Das ist doch schön, dass sie noch dabei ist. Und ja, dass sie einfach eine Karte bekommen hat. Weiter geht es mit der Flashback-Karte. Endlich mal wieder eine Flashback-Karte. Hoffentlich keine doppelte Zweigsterne. Ist ja jetzt nicht so viel. Es ist Kurt Hawkins. Den haben wir leider schon. Ich hätte gerne ein anderes Bild gesehen von einem Flashback-Superstar. Leider haben wir die schon. Verdammte Scheiße. Aber egal. Jetzt kommt es langsam vor, dass auch mal Doppelte dabei sind. Und wir haben mal wieder eine 205-Karte dabei. 3 Sterne 205 haben wir auch erst eine einzige. Und jetzt haben wir auch noch Rich Swann und den haben wir Gott sei Dank noch nicht. Rich Swann, also von 205, ist mit dabei. Was sollen eigentlich diese Engelsflügel hier? Hat er die wirklich? Die hat er doch nicht wirklich da dran, oder? Das ist doch Spinnerei, hoffe ich. Das sieht echt schlimm aus. Aber okay, Rich Swann bereichert 205 Live. Dann haben wir 2 Sterne SmackDown. Oh, Shane McMahon. Der Commissioner von SmackDown, Shane O'Mac, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, hat nur 2 Sterne, gut, er hat auch schlechte Werte, deswegen auch die Sternebewertung, aber cool auf jeden Fall, cool. Shane McMahon haben wir auch noch nicht, Daniel Bryan wäre noch cool, wenn wir den bekommen würden. Und wir hören auf mit einer Hall of Fame Karte, wieder mit einer Hall of Fame Karte, eine 4 Sterne Hall of Fame Karte und das ist Dusty Rhodes. Als Icon-Karte. Ja, das ist so eine glitzernde Karte. Sieht man wahrscheinlich ganz gut. Ja, das Handy macht wirklich sehr gute Videos. Da überlege ich mir das mit der Kamera nochmal. Sehr geil. Eine Icon-Karte von Dusty Rhodes. Wir haben Dusty Rhodes schon als normale Karte. Und jetzt haben wir sie auch als Icon-Karte. Sehr, sehr cool. Cooles Design auch. Ja, freut mich. Freut mich richtig. Richtig geile Karte. Die beste Karte in diesem Pack, aber Shane McMahon und Rich Swann sind auch nicht so schlecht, aber auch Summer Rae ist auch gut. Aber eigentlich ein gutes Pack, bis auf die Flashback-Karte. Hier sind die anderen Karten. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr auch bei Türchen 5 dabei seid. Das gibt's am Dienstag. Ich verabschiede mich, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr irgendwas habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich interagiere sehr gerne mit euch. Ja, schreibt mir ruhig, ob ihr auch diese Karten sammelt oder habt ihr früher mal Karten gesammelt. Ja, ich meine, jeder war mal jung, gerade im jungen Alter hat man das noch gemacht. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie hängen geblieben. Ja, also man kann auch sagen, ich bin jung geblieben. Und ja, das soll es gewesen sein, das Video soll ja nicht lang werden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.